Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, ihn zu untersuchen. Du, ich sag nichts mehr. Das versuche ich doch schon die ganze Zeit. Aber erstmal können vor Lachen. So, hier möchte ich jetzt in diese Truhe die alte Voodoo-Puppe reinhaben und dann sehen wir weiter. So, legen wir den alten Ring auch mal wieder an. Wo ist er denn? Da hat er ihn. Erhöht das magische Mana. Gut, haben wir noch irgendwas? So, erstmal die Dämonenfackel kann hier ruhig noch rein. Was haben wir hier sonst noch so? Ich denke mal nichts. Stachelbälle hätten wir noch. Einen Versuch mache ich jetzt noch für heute. Gucken wir mal, wie wir dann hier wieder gleich sterben werden. Ob wir von Lava umschlossen werden oder ob uns ein alter Dämon umarmt. Oh, der Slime war gerade im Freiflug da unten. Das fand er wohl weniger toll. Was passiert eigentlich mit dem Slime, wenn er jetzt runterknallt? Der dürfte doch eigentlich keinen Schaden nehmen. Ist ja Slime. Hat ja keine Organe, hat keine Knochen. Ich meine, was soll da kaputt gehen? Mal ernsthaft. Ist ja so, wenn ich sage, hier, da, Wasser, lass dich runterfallen. Oh, das Wasser ist kaputt gegangen. Jetzt ist das Wasser tot. Ha. Huh. So in der Art stelle ich mir das vor. Da ist ein Schwarz-Slime gerade gewesen. Dem jagen wir mal ein paar Mumpeln in den Hintern, die er ja nicht hat. Dunkelheit. Schlechte Sicht durch weniger Licht. Machen wir uns mal mehr Licht. Dann sollten wir mehr sehen. 320 HP haben wir. Das muss auch unbedingt noch mehr werden. Eieieiei. Gut. Einige Schuss haben wir dabei. Bomben haben wir gefunden. Okay. Ja, die schöne Terraria-Musik. Die geht am irgendwann auch überhaupt nicht auf den Nerven, muss ich sagen. Das ist recht angenehm. Finde ich zumindest. Also, die von Towns fand ich nachher schon, also, extrem nervig. Oh. Das Geld kannst du mir trotzdem geben, danke. So, jetzt sind wir auch schon gleich wieder unten, denke ich mal. Jetzt müsste hier eigentlich irgendwo gleich das Ende schon kommen. Sind wir schon an der großen Lavatasche vorbei? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja, sind wir schon, eindeutig. Okay. Dann wollen wir mal gucken gehen. Okay, die dicke Wumme habe ich eingestellt. Dann gehen wir mal weiter die Sachen abbauen, die wir hier noch brauchen. Erstmal hier wieder runter. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht, ob hier noch überhaupt noch irgendwas drin war, was wir jetzt noch brauchten. Sieht aber eigentlich bisher recht gut aus. Ich möchte mich hier mal einmal durcharbeiten, weil ich da einen Block sehe, den ich haben möchte, nämlich den hier. Da haben wir ihn. Da kann jetzt die Lava erstmal fließen. Da scheint aber nichts weiter zu sein. Dann gehen wir doch mal hier lang. Obwohl, da muss eine ganze Menge sein, so wie das hier am Blinken ist. Hm, wenn ich mir das recht überlege. Gehen wir hier mal lang. So, jetzt kann die Lava hier nämlich ordentlich weiterfließen. Macht das Ding kaputt, das ist mir aber egal und fließt jetzt dort unten hinein. Das kann sie gerne tun, da habe ich nichts dagegen. So, wollen wir uns mal durcharbeiten hier. Wollen wir mal gucken. Vielleicht sollten wir erstmal hier unten anfangen. Damit wir hier eine Lavatasche bilden können. So nicht. So schon gar nicht, mein Gutster. Wenn man die Imps früh genug sieht, ist das alles kein Problem. Womit ich nur Problem habe, ist hier unten Lava und irgendwelche Dämonen, die dann plötzlich angeschissen kommen. Ja, da bin ich überhaupt kein Fan von. So, jetzt möchte ich mal eine andere Möglichkeit versuchen, hier was abzubauen, was mir gerade aufgefallen ist. Und zwar könnten wir mit Hilfe dieser schicken Teile, nämlich hier eine Bahn reinbauen,
womit wir jetzt diesen Mist abbauen könnten. Die Lava fließt nach unten und interessiert dieses Ding kein Stück. So, dann haben wir den. Jetzt möchte ich hier mal weitergehen, um zu gucken, ob hier noch irgendwas ist. Also wir scheinen das Zeug am besten immer von unten abbauen. Das scheint eine gute Möglichkeit zu sein. Oh, hier ist noch richtig viel hier hinten. Hier ist noch einer mitten im Wege. So, wenn hier nicht die alte Knochenschlange noch ankommt, dann hat man auch immer eine gute Chance eigentlich, wie es scheint. So, dann nehmen wir noch den nächsten hier oben mit. Ich weiß gar nicht, was man noch aus diesen Ascheblöcken noch machen kann. Wenn einer eine Idee dafür hat, sag Bescheid. So, dann hangeln wir uns hier oben mal ran. Nein, wir hangeln uns hier hin und fangen an, dieses Ding hier abzubauen und ihn hier noch. Dann gehen wir das hier abbauen. Und gucken mal, wie weit wir das hier alles wegbekommen, ohne dass wir gleich wieder gebraten werden oder in Lava duschen oder sonst irgendwas. Das ist nicht so, da bin ich nicht so der Fan von. Lava ist da eine scheiß Möglichkeit, muss ich sagen. So, wenn die dann irgendwann weg ist, können wir uns hier rüber hangeln. Dann haben wir das. So, und dann können wir anfangen, das hier schon mal alles wegzubauen. Da oben sind Dämonen, ich sehe Fledermäuse. Ich weiß gar nicht, ob es eine Maximalanzahl von Gegnern gibt, die gleichzeitig auf dem Spielfeld sein können, also auf im Sichtfeld des Spielers. Das wäre vielleicht nochmal eine ganz interessante Sache, um das rauszufinden. Müsste ich nochmal nachlesen, könnt ihr aber auch gerne machen, wenn ihr möchtet. Bin da immer sehr dankbar für eventuelle Informationen über das Spielsystem als solches. So, das fließt jetzt hier auch alles. Okay, noch brenne ich, alles gut. Das kann ich auch, mein Gutster, das kann ich auch. Und jetzt hast du verschissen, jetzt habe ich dich nämlich in Feuerlinie hier. Sehr schön, okay. Dann können wir ja anfangen, diesen Dreck hier abzubauen. Das hier zum Beispiel und das und das. Na komm her, gib her das Ding, genau, so ist brav. Und den hier nehmen wir auch gleich mit, sehr schön. So, da mal eben ein Stück, oh jetzt kommt er wieder. Schnell noch ein paar Sachen mitnehmen. Kommst du jetzt oder kommst du jetzt nicht? Er kommt. Den haben wir auch erlegt. Gut, dann haben wir jetzt hier schon wieder einiges rausbekommen. Ist doch schon mal recht schick. Wie viel haben wir? 20 Stück vielleicht? Wie viel haben wir? Ich sehe gerade überhaupt keine. Wo sind die Dinge? Da, 36 sogar. Meine Fresse. Das ist ja Wahnsinn. 36 Hellstone haben wir. Okay, das sieht doch schon mal nach was aus. Dann würde ich jetzt sagen, nehmen wir das hier mal noch weg. Den hier und gehen hier oben mal ran, damit wir das hier wegbekommen. Und dann können wir uns hier rüber arbeiten. Sehr schön, okay. Dann müsste ich hier oben jetzt gleich bei dem Geblinker der nächste große Erzvorrat sein. Allmählich habe ich das so ein bisschen drauf hier, glaube ich. Ich kann mich natürlich auch total irren. Wenn einer noch eine gute Idee hat zum Abbau für diesen Blödsinn hier, sagt auch Bescheid. Möchte ich auch gerne wissen. So, bauen wir uns jetzt hier noch einen tiefer. Oh, da hätte keiner. Na, das ist egal, dann nehmen wir hier noch einen mehr weg. Da jetzt extra wieder einen hinsetzen, ist auch zwar eine Möglichkeit, lasse ich aber erstmal. So, dann können wir jetzt hier nämlich durch. Aschenblock dazwischen können wir gleich mit rausnehmen. Dann möchte ich mir fast bis hier schon mal alles wegbauen. So, dann nehmen wir das hier noch weg. So, und dann gehen wir jetzt mal gucken, wie wir... Hallo, ich möchte hier gerade nach oben. Danke.
So, dann nehmen wir das jetzt hier noch alles raus. Mal gucken, wie weit wir jetzt hier kommen. Ja, das sieht auch noch gut aus. Und dann können wir hier weitergehen. Die Lava fällt senkrecht nach unten, das passt. Das könnte dieses Mal eine recht hohe Ausbeute werden, denke ich mal. Nehmen wir das hier auch noch alles weg. So, die Lava fließt fröhlich vor sich hin und füllt da unten das Becken, was wir ausgehoben haben, extra dafür. Das passt. Eieieiei. So, machen wir erstmal weiter. Eieiei, das hätte jetzt schon fast wieder schief gehen können. Aber da wir ja mal wieder unendliches Glück haben hier, können wir da jetzt hier noch weitere Sachen rausreißen. So. Den hier möchte ich auch gleich wegnehmen. So, dann stehen wir jetzt hier unten drauf. Wir können jetzt hier noch einiges abbauen. Das ist doch sehr schön. Der Höllenstein schmilzt auch nicht, wenn er in der Lava ist. Das ist umso besser. Wie viel haben wir jetzt? 68. Mensch, das ist ja mal eine Masse bisher, muss ich sagen. Kriege ich den hier irgendwie weggesammelt? Nee, kriege ich jetzt gerade nicht. Dann mache ich das mal so. So, jetzt stehen wir hier auf einem Hellstone und müssen hoffen, dass uns jetzt irgendwie kein Gegner was will. Sonst haben wir nämlich ein großes Problem. Die Lava muss nur erstmal weg da überall. Jetzt ist sie weg, sehr schön. Was? Achso, ach klar, ich habe ja was. Geh mir weg. Der kann uns noch nichts, der alte Flatterheini da. Nur der Imp geht mir so ein bisschen auf den Keks hier, muss ich sagen. Jetzt werden wir von allen Seiten beballert. Müssen wir so ein bisschen darauf achten, dass wir hier vielleicht mal irgendwie wegkommen. Das hast du dir so gedacht. So nicht, oder? Nicht mit mir, mein Guter, nicht mit mir. So, dann haben wir das jetzt hier auch weg. Vielleicht kommen wir sogar auf 100 Blöcke. Das wäre dann ja, ich weiß gar nicht, ob die 68 jetzt schon ein kleiner Rekord sind, aber ich bin da ganz guter Dinge gerade. So, dann gehen wir hier mal höher. Bauen uns hier noch ein bisschen was raus. Dann können wir ihn hier nämlich rein. So, haben wir das. Kleben uns hier an die Decke. Nein, ich möchte hier noch einen Block mehr raus haben. Heieiei, was ein Gearbeite hier. So, da sind jetzt ein paar Eimer Lava, die da jetzt erstmal rumfließen. Da können wir uns wieder rüberarbeiten. Man muss nur, glaube ich, aufpassen, dass die Lava nicht zu hoch wird, wo man jetzt hier gerade am Arbeiten ist. Das könnte Probleme geben. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wie viel haben wir? 85. Allmählich kann ich das so ein bisschen. Wenn uns nicht gerade irgendwas dazwischen kommt. So, jetzt möchte ich erstmal diese Lava, die hier drin ist, die möchte ich erstmal ablassen. Das wird ein bisschen mehr sein, denke ich mal. Ja, sieht man schon, dass das gut am Fließen ist hier. Gut, dann können wir hier nämlich auch noch hoch. So, das müssten jetzt zwei Eimer Lava sein, die hier drin sind. Die können wir auch gleich ablassen. Sehr schön. Aschenblöcke gehen dabei kaputt. Der Rest nicht so. Das ist ideal. So, dann haben wir das hier erstmal alles raus. Mal sehen, wie weit wird. Ah, das kriegen wir relativ weit rausgebaut hier alles.